Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wie ihr es vielleicht im Titel schon gesehen habt, machen wir heute wieder ein Unboxing und zwar von der Witch Crown Box vom Monat, das müsste ich lügen, März, Februar oder März. Ich blende es euch natürlich wieder ein, weil ich nicht weiß, wann ich die bestellt hatte und ob das überhaupt zu einem Monat gehört. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, es ist die erste Witch Crown, die ich habe. Ich war ja so ein bisschen not amused über die Handhabung und den Kundenservice von der Chest of Fandoms. Deshalb dachte ich mir, probieren wir einfach mal eine andere Box aus. Und diese Box hatte ein Thema, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber mehr dazu beim Unpacking. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Ich möchte euch nicht spoilern. Ich möchte euch diese Uni-Box einfach nur mal hier hinstellen und sie dann gemeinsam mit euch auspacken. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Ich habe sie unten aufgeschnitten, damit wir jetzt hier nicht noch mit Messer hantieren müssen. So sieht es von innen aus. Also auch mit so einer Art Seidenpapier, Krepppapier. Ich weiß gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall ein passend farblich passendes Papier. Und der Sticker macht nicht alles kaputt. Ich möchte das bitte anmerken, ich habe es diesmal nicht kaputt gemacht. Ja, so geht's weiter. Also man sieht jetzt irgendwie immer noch nicht so viel. Ist anscheinend schon ein Item. Caro Pack. Achso, nachhaltig verpacken. Sieht jetzt aus. Fühlt sich weich an. Spannend. Den kaputt machen, bin ich sehr gut. Da kommt Staub raus. Habe ich Staub gewonnen? Huch. Hier kamen auch noch so Pappfetzen raus. Habe ich Staub und Pappfetzen gekauft? Ah, die fallen hier raus. Hä? Ah. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur Verpackungsmaterial, damit in der Kiste nichts rumfliegt. Das war natürlich jetzt wieder sehr, sehr intelligent von mir. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mit dem ersten tatsächlichen Item weiter. Möchtest du mir helfen? Na komm hier. Na komm auf. Hip, hip. Lana möchte Hallo sagen. Möchtest du mal gucken, was in der Box drin ist? Guck mal, was in der Box drin ist. Oh, was ist da drin? Oh, schön, die Nase geputzt. Was ist da drin? Ja, was ist da drin? Ist da vielleicht ein Leckerli drin? So, komm, mach mal Platz. Ich gebe dir gleich eins. Wir fangen jetzt wirklich mit dem ersten Item an. Und das sieht aus, als wäre es eine Gardine. Vielleicht ist es aber was anderes. Ist da was zu essen drin? Irgendwas scheint da drin zu sein, was mich sehr neugierig macht. Ist das eine Gardine? Ist das... Hä? Ist das ein Schal? Es ist ein Schal. Der ist aber sehr kurz. Ist das eine Tischdecke? Leute, ich habe keine Ahnung, was es ist. Da steht nur Textil. Ich hoffe ja, dass bei der Witch Crown Box auch irgendwo eine Spoilerkarte drin ist, damit ich weiß, was dieses Tuch ist, weil, ja, für den Schal ist es etwas klein. So, jetzt muss ich die Haare nochmal richtig. Und dann, also ich habe ich zwei mit rausgesucht. Schlau, wie ich bin. Da sind noch zwei Illustrationen und wer jetzt genau aufpasst, weiß auch, um welches Thema sich die Box handelt. Ja, Blood and Ash. Eins meiner Jahreshighlight 2021. Murderous little creature. From this moment until the last moment, I am yours. Also ich habe mir den Hawk ein bisschen anders vorgestellt. Als aber egal. Für diejenigen, die es interessiert, meine
April-Box im Shop wird auch diesen Monat das Thema Blood and Ash haben. Ich verlinke es euch gerne nochmal unten. Meine Boxen bestehen aber aus themenbezogenen Armbändern, Schmuck und ein paar kleinen Goodies. Und dieses Mal ist von der Anna von Anne Never Fades noch was dabei. Also schaut es euch gerne mal an. Fertig mit der Schleichwerbung? Ja. Illustrationen. Legen wir mal zu der Tischdecke dazu. Dann haben wir hier einen Notizblock. Kingdom of Solace, Kingdom of Atlantia. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich mit solchem Papier anfangen soll, außer hinten drauf was schreiben. Aber die Karte ist wirklich sehr schön. Aber schreibt man da was drauf? Irgendwie bin ich von der Box ein wenig verwirrt. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber ja. Das ist das, was ich die ganze Zeit rieche. Was der Hund anscheinend auch gerochen hat. Riecht man da dran? Sieht irgendwie aus, als wäre es verschimmelt, aber ich glaube, das soll so. Don't borrow tomorrow's problems today. That's true. Ich glaube, das ist Seife. Wenn ich raten müsste, wäre das Seife. So. Hier noch drin. Habe ich da ein T-Shirt mitbestellt? Gab es da ein T-Shirt als Auswahlkriterium? Muss ja, sonst hätte ich ja jetzt kein T-Shirt in der Hand. Ja, das wäre das T-Shirt zu Blood and Ash. Oh, ich gucke mal so böse, ne? Das T-Shirt zu Blood and Ash soll natürlich Poppy sein. Jetzt habe ich meinen Arm noch davor. Ich werde das gleich mal anziehen. Mal gucken, wie das angezogen aussieht. Das Motiv finde ich aber eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich es im Alltag anziehen würde. Das letzte Item. Okay, es gibt keine Spoilerkarte. Ah, hier ist Witch Crown Candle. Poppy Balfour mit dem gleichen Logo wie auf dem T-Shirt. Aber was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, ist die Verklebung. Es ist komplett schief aufgeklebt. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Aber die riecht sehr gut. Tatsächlich. Und es ist Metallrosé-Glitter drin. Also der Geruch ist echt richtig lecker. Ich werde so Kerzen ja sowieso niemals im Leben anzünden, aber muss ich sagen, im Gegensatz zur Chest of Fandoms, die riecht sehr gut. Und nicht nach alter Oma. Das finde ich cool. Ich glaube, die Kerze darf dann auch bleiben. Und ich drehe sie dann einfach nicht so rum, sondern so, dass es nicht auffällt. Ja. Nein, da gibt es tatsächlich keine Spoilerkarte dazu. Also ich kann euch nicht sagen, ob das andere jetzt ein Schal oder ein hübsches Tischtuch ist. Vielleicht ist es ein Dreieckstuch. Einen Moment, wir testen das jetzt nochmal. So, einmal. Das Frauchen ist so schlau. So, Dreieckstuch. Dreieckstuch. Ja, so könnte es funktionieren. Aber sieht auch ein bisschen dämlich aus, oder? Muss ich irgendwie an die Schön das Biest denken. Ihr seht so, so blöd aus. So, wollen wir das ein bisschen lockerer machen, die Haare drüber. Ja, auf dem Hoodie sieht es natürlich extrem blöd aus, aber würde ich das so tragen? Ich weiß es nicht. Ja, und irgendwie erinnert mich das Motiv jetzt auch nicht unbedingt an Blood and Ash. Die Mondblumen oder was es sein sollen. Ich weiß nicht. Also so alles in allem bin ich jetzt nicht so zufrieden mit der Box. Klar, Seife ist cool, kann man immer benutzen. Ich bin ja auch immer für Sachen, die man benutzen kann in so Boxen und keine Sachen, die nur doof rumstehen. Ja, den Block, ganz ehrlich, was schreibst du denn auf so eine Landkarte drauf, ne? Möchtest du den haben?
Möchtest du den haben? Schenke ich dir. Und Lana freut sich drüber. Ja. Das hast du die ganze Zeit gerochen. Das riecht nach Essen. Ja. Alles in allem ist die Ausbeute so lala. Ja. Ich glaube, das T-Shirt ist wirklich noch das coolste Item. Und wie gesagt, da habe ich ja eben schon gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich das nicht einfach nur zum Schlafen und für zu Hause anziehen werde. Vielleicht drehe ich mal ein Video damit, dann hat es auch seine Daseinsberechtigung. Ja, aber alles in allem geht so. Ihr könnt mir ja jetzt gerne mal verraten, ob ihr auch schon mal eine Witchcrown Box gekauft habt. Wenn ja, welche und ob euch der Inhalt dazu gefallen hat oder wie ihr allgemein zu Witchcrown Boxen steht. Und dann würde ich sagen, kriegt mein kleiner Gammler jetzt was zu essen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.